Also, wir haben hier zwei wunderbare Variometer. Und das eine ist ganz ein neues, und zwar von IT Navitter. Sie haben ganz neu das Omni auf dem Markt. Das ist der kleine Bruder vom Odi. Und da haben wir das Odi Plus, also das mit Flarm und Fahnet. Und das Omni hat im Prinzip ganz genau das gleiche eingebaut wie der grosse Bruder. Es ist einfach ein kleiner Design. Für die Liebhaber, die das gerne haben, super Gerätchen. Beide von diesen Geräten, die leben vom Display. Es hat keine störenden Tasten umeinander, die Tasten nehmen keinen Platz ein. Also alles, was wir hier haben, ist im Prinzip Display. Es hat zwar auf der Seite schon auch eine Taste, zum Sein- und Ausschalten. Es hat eine Plus- und eine Minus-Taste, wo man die Lautstärke auf- und runter regeln kann. Und alle anderen Eingaben laufen über den Touchscreen. Wenn man das Gerät so anschaut, erscheint es im ersten Moment etwas feiss. Das ist tatsächlich auch so. Dafür hat es eben eine schön grosse Batterie gebaut, die macht, dass man guten Tag lang fliegen kann, ohne dass man irgendwelche Spesen hat. Beim Grossen ist es sogar so, dass man es als Powerbank brauchen kann. Schauen wir das Gerät noch etwas anschauen. Eben auf der Seite haben wir einmal die Tasten, die wir gesehen haben. Unten drin hat es einen Slot für eine SD-Karte, also dass man immer verbunden ist über das GSM-Netz. Wir haben den Multiport in Form eines USB-C-Steckers. Und wenn man umdreht, findet man da sogar noch eine Kamera. Die Kamera ist nicht gemacht zum Filmen, sondern ist gemacht zum QR-Code abschiessen. Zum Beispiel an einem Wettkampf, wenn die Bojen, die Wendepunkte, gegeben sind, dass man den QR-Code kann scannen kann. Und dann kommt man gerade die ganzen Informationen über, wo der Wettkampf die Bojen vom Wettkampf drauf sind. Man hat sehr viele Möglichkeiten, um es zu konfigurieren. Also jetzt sehen wir ein Display, wo wir auf der einen Seite da die Flugangaben haben. Ich habe das selber so designt, mit ein bisschen farblich getrennt, sodass man sieht, oben das Variometer, Ground Speed, Altitude, der Gleitweg und unten noch, wie hoch als wir über dem Grund fliegen. Was man hier auf der Seite sieht, ist ein, so wie ein Layers, sieht man hier am Punkt. Das ist wunderbar, wenn man drauf drückt, hat man nämlich die Möglichkeit, zum Beispiel verschiedene Karten auszusuchen. Wir können gehen und sagen, wir wollen das Fahrnet eingeschaltet haben, wir wollen über das Open Glider Network arbeiten, man hat FAI-Sektoren, man hat Skyways und man hat Thermals drauf. Das ist von der KK7-Karte, die Spots, wo es eher raufgeht, wo man erwartet, dass es Thermik hat, die sind nachher wunderbar angezeigt. Das ist eine super Hilfe, auch für einen, der noch nicht so wahnsinnig streckenflugaffin ist. Das sind die roten, dunklen Spots, die man da drauf sieht. Zum Beispiel an der Ebenalp sieht man im Bereich der Escherwand dunkelrot eingefärbt. Sehr hilfreiche Sache, selber ausprobiert. Zum Beispiel in meiner Rennstrecke im Surselva bei Flims Lags umeinander. Ich fliege dort natürlich so, wie es aus dem Bauchgefühl raus ist. Und darum brauche ich das eigentlich nur, um überprüfen, ob meine Spots, die ich immer anfliege, wirklich stimmen. Und es stimmt tatsächlich. Also einer, der mit wenig Erfahrung kann einfach hergehen, auf die Karte schauen und nahezu gleich gut fliegen wie einer, der das schon über Jahre lang in seinem eigenen Heimgebiet macht. Wow, das Display ist wirklich etwas, das lässig ist. Es ist zwar klein, aber es hat mega viele Informationen drauf und für die einen vielleicht zu viel, aber man hat die Möglichkeit, um es zu konfigurieren. Man kann Informationen dazu nehmen, man kann Informationen rausnehmen, man kann sagen, ich will die Zahlen auf schwarz hinterlegt im Grund haben, dass sie wirklich gut ablesbar sind, weniger Informationen, grössere Sachen drin hineinblenden. Sie haben, glaube ich, das Optimale rausgeholt mit so einem kleinen Display. Und das Farbdisplay, das gibt eben die Möglichkeit, um die KK7-Karten anzuzeigen, wo ein schwarz-weißes Display einfach nicht herbringt. Kompaktheit mit sehr viel Technologie drin gepackt. Das fällt mir jetzt gerade so auf. Und die Technologie ist ganz sicher so, dass man sie auch in der Zukunft noch brauchen kann. Gerade die Datenbank von zum Beispiel Kabel,
sicherheitsrelevante Sachen. Es sind wunderbar drinnen. Wir haben auch für uns beim Alpstein auch die Wildschutzzonen, die ja regionale Abmachungen sind, sieht man auch da drinnen. Das heisst, schon lokal fliegen gibt es wunderbare Vorteile für das Gerät. Die Schwächen sind vielleicht so, dass man in der Luft auf dem Touchdisplay mit den normalen Händchen nicht bedienen kann. Über die Knöpfe, die wir auf der Seite haben, können wir zwar die Lautstärke auf- und ab regulieren. Man kann sie ein- und ausschalten, aber es ist auch da für mit Händchen sehr, sehr eine kleine Geschichte. Wenn man in der Luft etwas konfigurieren, etwas umeinander schalten und man hat nicht ein Händchen, das touch-sensitiv ist, nachher muss man halt hergehen und sagen, okay, ich arbeite mit so einem Stick. Der ist auch auf dem Cockpit nicht angebracht. Und dann tut man über den Stick das Display bedienen. Das ist natürlich eine wunderbare Option. Das ist jemand, der nicht zwingend ein Liegegurtzeug hat, der vielleicht noch unterwegs ist mit einem Sitzgurtzeug, weil es ist eben noch klein und kompakt. Es ist sicher nicht das Einsteigergerät. Es ist jemand, der ein bisschen technikaffin ist, der gerne hat, wenn man verschiedene Sachen konfigurieren kann. Trotzdem, dass man in das Menü hinein kann gehen, das und das konfigurieren, kann man auch hergehen und sagen, nein, es ist mir zu leid, um da gerade herumzudrücken. Ich stelle gerade die Voreinstellungen, die IT Navitr zur Verfügung stellen, die auch auf dem Omni natürlich laufen, die übernehmen. Das heisst, Unboxing rausnehmen und gerade fliegen. Und es funktioniert auch. Flugerfahrung habe ich mit dem kleinen Gerät noch keine. Ich habe vom grossen her einfach erzählt, Display, die Leuchtkraft des Displays selber ist etwa identisch. Tiptop ablesbar. Da gibt es also nichts, wo man sagen kann, das ist etwas, wo man muss die Sonnenbrille aufentun, damit man überhaupt eine Ablesbarkeit hat vom Instrument. Das ist so, dass die Sonne voll drin scheinen kann. Da ist mehr das Reflektieren vom Display vielleicht das Problem, aber nicht die Ablesbarkeit selber. Das Reflektieren hat man aber bei jedem anderen Display auch, ob es jetzt aktiv beleuchtet ist wie das oder ein passives Display wie andere Konkurrenten haben. Die sind sehr wohl miteinander zu vergleichen, weil die Software ist die gleiche, der Display-Kontrast ist etwa das gleiche, die Antenne, die vorhanden ist, beim einen ist sie eher seitwärts, beim anderen oben. Also es ist nicht etwas, wo man muss umsteigen muss. Man entscheidet wahrscheinlich für das eine entscheiden oder für das andere. Wenn man das Grosse hat, kommt man wahrscheinlich sehr, sehr gut aus, ohne dass man zusätzlich einen Monitor nebendran hat, in Form des Handys, der nachher der Kartenmaterial liefert. Beim Kleinen kommt man irgendwann an einen Anschlag, wo man muss sagen, nein, das kann es jetzt nicht, weil wir sind limitiert einfach von der Grösse von dem Display. Es ist ganz sicher eine Firma, die schon länger auf dem Markt ist, wo man kann damit rechnen, dass wenn etwas mal nicht so läuft, wie man es gerne hat, dass man einen Support hat. Und in der Schweiz haben wir einen guten Vertreter von denen. Und die Nähe zum Hersteller, der in Slowenien ist, ist da. Die Leute sieht man manchmal auch Ausstellungen, man kann gar reden mit denen. Und wenn wir etwas haben, das uns von softwaremässig noch nicht so passt oder wo wir gerne hätten, ich weiss, die Informationen die kommen sogar beim Entwickler an. Und dann kommt man eine Antwort über, ob die das weiterverfolgen wollen oder ob das ein Bedürfnis ist, das vielleicht nur ich als Flugschule Appenzell habe und die grosse Masse nicht. Nein, auf jeden Fall ein Gerät, das weiter zu empfehlen ist für die Pilotengruppe, die wir vorher erwähnt haben.